Ja, guten Abend. Ich darf Ihnen heute was über Kopf- und Schlagsportarten nach Schulteroperationen vorstellen. Wir beziehen uns spezifisch auf die physiotherapeutischen Schema. Was ist über Kopf- und Schlagsport überhaupt? Über Kopfsportarten stellt eine besondere Herausforderung an den Athleten bezüglich Kraft, Beweglichkeit, Stabilisation und Leistungsfähigkeit dar. Hier fehlt eine der vier Komponenten, können sich so Defizite ergeben oder auch Verletzungen. So, warum entstehen die Verletzungen? Zum Beispiel durch eine chronische Überbelastung, durch sportspezifische Techniken. Das heißt einfach zum Beispiel, der Tennisschläger muss immer wieder wiederholte Schläge ausführen. Oder durch explosive Bewegungsmuster, zum Beispiel beim Kickaufschlag beim Tennis. Durch muskuläre Disbalancen, durch falsches Training. Dadurch entstehen dann auch wieder chronische Überbelastungen. Oder die hohe Krafteinwirkung in endgradiger Armposition, die Hypomobilität und die Defizite in der kinematischen Kette, das ist auch eigentlich das Wichtigste. Wir können also nicht nur sagen, dass wir uns nur die Schulter angucken oder auch nur die Schulter behandeln. Es fängt zum Beispiel beim Tennisspieler schon an, er muss weit in die Knie gehen und in der Brustwirbelsäule eine maximale Extension aufbringen. Also werden wir verschiedene Strukturen behandeln und das kann dann auch wieder zu Verletzungen führen in anderen Bereichen. So, erstmal ein ganz wichtiges Thema für die Sportler ist die Superkompensation und das Übertraining. Ich erkläre kurz die Superkompensation. Es gibt immer einen Trainingsreiz, darauf folgt dann eine Minderung der Leistungsfähigkeit. Der Sportler oder der Mensch muss sich einfach erholen. Dann gibt es eine Wiederherstellungsfähigkeit und so tritt dann die Superkompensation ein. Das heißt, es gibt eine Leistungssteigerung. Hier sehen Sie einmal die optimale Leistungssteigerung durch Regeneration. In der oberen Grafik, wie es optimal aussehen sollte und unten die ausbleibende Superkompensation. Das heißt, es wurden die Trainingsreize zu schnell neu gegeben und die Regeneration konnte nicht eingehalten werden. So erhöht sich das Verletzungsrisiko und der Sportler kann die Leistung nicht mehr erbringen. Was sind die häufigsten Verletzungen? Eigentlich kann man sagen, jede Verletzung ist erstmal chronisch, dadurch, dass die jeder Schlag kleinste Mikroverletzungen im Gelenk bringen. Jede chronische Verletzung kann auch hinterher dann akut werden, zum Beispiel die Rotatormanschettenruptur, Kapselverletzungen und Bizepssehnenabrisse. So haben wir dann die Verletzung, kommt es dann zu einer Operation. Da haben wir einmal zwei verschiedene Möglichkeiten. Erstmal die Operation ohne Immobilisierung durch das arthroskopische Verfahren. Das heißt, es wird eine Knorpelglättung durchgeführt, die Akromionplastik oder die Bosektomie. Wurde der Patient dann operiert, werden wir ihn auch sofort mobilisieren. Es entsteht da keine Limitierung. Wir arbeiten einen Tag post-OP schon mit der Motorschiene und begleiten mit der Kältetherapie, den physikalischen Maßnahmen oder wenn nötig auch die Lymphdrainage. So, hier sehen Sie einmal einen Tag Post-OP. Es wird eine passive Mobilisation durchgeführt zur Bewegungserweiterung, Resorptionsförderung. Hier einmal die Motorschiene, dass der Arm auch nochmal passiv bewegt wird, auch wieder zur Bewegungserweiterung und dass die Wundflüssigkeit schön abgetragen werden kann. So, dann ist der Patient dann aktiv zu mobilisieren. Wir werden ihn anleiten, dass er die Bewegung ausführen kann. So, das Operationsverfahren mit Immobilisierung heißt, es wird arthroskopisches Verfahren mit Rekonstruktion durchgeführt. Das heißt, wenn eine Rotatorenmanschette zum Beispiel gerissen ist, machen wir die Rotatorenmanschettennaht, eine Bizepssehnenrekonstruktion und eine Kapselnaht. Da sieht das Ganze allerdings ein bisschen anders aus. Es gibt ein Bewegungslimit, das variiert jedoch von 3 bis 6 Wochen. Der Arm wird mit einem Ultrasling und einem Gilchrist versorgt. Wir werden erst passiv, assistiv und am Ende aktiv arbeiten. Und auch da begleiten wir die Therapie mit der Kältetherapie, physikalischen Maßnahmen und der Lymphdrainage. Hier sehen Sie einmal einen Behandlungsplan, das der Patient an die Hand bekommt. Da wird festgelegt der Zeitraum der Rückstellung, die Orthesenversorgung und das Bewegungsausmaß. Also in der Rehabilitationsphase, von der Frühphase bis zum Aufbautraining, verfolgen wir dann bestimmte Ziele, dass die Schmerzlinderung bis zur vollständigen Schmerzfreiheit erreicht wird, die freie Beweglichkeit zu erlangen, die Rückgewinnung der neuromuskulären Kontrolle und Sensomotorik, Verbesserung der Stabilität und Koordination,
Kräftigung der Muskulatur. Hier sehen Sie einmal Übung Zurückgewinnung der neuromuskulären Kontrolle und Sensomotorik. Links einmal die dynamische Umkehr mit Hilfe von dem PNF. Wir versuchen einfach die Bewegung zu erweitern, die Bewegung anzusteuern. In dem rechten Video einmal noch mit einer statischen Stabilisation auf der rechten Seite. Das kann man dann auch beidseits natürlich durchführen. Und der andere Arm übt aktiv. So, zur Verbesserung der Stabilisation und Koordination haben wir einmal zwei Übungen. Für die Schultermuskulatur, Punktum fixum und Punktum mobile werden vertauscht. Auf der rechten, im rechten Video deutlich anstrengender, weil der ganze Körper das ausgleichen muss und die Spannung halten muss. Übung zur Kräftigung der Muskulatur. Ganz wichtig, der Musculus serratus, der dafür auch zuständig ist, dass die Scapula am Thorax fixiert wird. Und auf dem rechten Video noch einmal die Rhomboideen zum Kräftigen. So, begleiten mit den ganzen anderen Anwendungen haben wir noch die medizinische Trainingstherapie. Da versuchen wir einfach, die Muskelaktivität aufrechtzuerhalten und zu kräftigen, damit man Verletzungen verhindert, damit weitere Verletzungen verhindert werden können. So, warum ist das spezifische Training nach Operation jetzt gerade bei Sportlern so wichtig? Weil die Sportler häufig wiederholte Trainingsreize bekommen. Sie arbeiten in maximaler Schnellkraft und die haben eine hohe Krafteinwirkung in endgradiger Längsposition. Biomechanisch wirken die Kräfte auch aufs Gelenk. Zum Beispiel kommt ein Ball auf den Arm zu, ist das eine hohe Belastung im Gelenk. Bei einem Wurf erreicht der Sportler bis zu 120% seiner isometrischen Maximalkraft. Und warum wir das jetzt alles machen, ist einfach, um erneute Verletzungen zu vermeiden. So, wir haben uns eine Behandlungsstrategie überlegt. Wir werden zuerst die umliegenden Strukturen noch mitbehandeln. Wir werden kräftigen Stabilisations- und Koordinationsübungen machen und am Ende noch das funktionelle Training, um einfach auf den Überkopf- und Schlagsport einzugehen. So, einmal die kinematische Kette, das Zusammenspiel zwischen Muskel, Sehnen und Faszien und hat einen Einfluss auf den ganzen Bewegungsablauf. Hier sehen Sie auch einmal, dass die ganzen Faszien miteinander in Verbindung stehen. Wie am Anfang schon gesagt, können wir also nicht nur die Schulter behandeln. So, hier haben wir immer die Möglichkeit, die Bauchfaszien zu lösen und zu mobilisieren, zu lockern. Der Musculus iliacus, der ist auch immer sehr, steht immer sehr unter Spannung. Wir palpieren ihn und versuchen, durch eine aktive Bewegung ihn zu detonisieren und zu lösen. Genau, ganz wichtig ist noch die Schulter- und Nackenmuskulatur, um die Aufrichtung der Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule aufrecht zu halten, dass die Beweglichkeit nicht eingeschränkt ist. Zudem behandeln wir auch noch der Brustmuskel, der ist bei den Schlag- und Überkopfsportarten besonders wichtig und steht auch immer mit Unterspannung. Deswegen machen wir eine aktive Behandlung. Hier auch nochmal die Behandlung der vorderen Flexorenkette, einfach um die immer aufzudehnen. Hinten der Latissimus, der größte Muskel, der dazu gehört, und die Thoracolumbalfaszien, die auch mit Leidenschaft gezogen wurden. Auch nochmal das Diaphragma, eine Möglichkeit, wie wir das behandeln können. So, hier haben wir noch einmal Übung zur dynamischen Mobilisation. Das heißt, der Sportler macht alleine, dehnt sich alleine auf. Hier haben wir auf dem linken mit einmal die Aufrichtung der Brustwirbelsäule und Dehnung der vorderen Flexorenkette. Auf dem rechten Bild sehen Sie einmal die Mobilisation der lateralen Strukturen. Hier einmal die Mobilisation der Brustwirbel und Scapula. Auf dem linken Bild sehen wir einmal eine dynamische reziproke Durchführung, dass die Bewegung einfach angesteuert werden kann. Auf dem rechten Video nochmal die Mobilisation der Brustwirbelsäule und Ansteuerung des Schulterblatts und der Schultermuskulatur. Hier noch einmal eine andere Möglichkeit. Natürlich könnte man das jetzt auch einfach auf dem Boden machen, aber der PC-Ball bringt nochmal einen unsicheren Untergrund. Das müssen die Armmuskulatur besonders arbeiten. Der ganze Körper muss versuchen, das auszugleichen. Schulter, Hand und Ellenbogen sind eigentlich permanent am Arbeiten. Hier haben wir ein Training zur ganzheitlichen Stabilisation. Im linken Video gut zu erkennen.
Der Körper kann das optimal ausgleichen. Es gibt keine Disbalancen. In dem rechten Video sprechen wir von der betroffenen Seite rechts. Es kann nicht gehalten werden. Durch ein Problem in einem Arm kann die Balance nicht gehalten werden. Das kann nicht stabilisiert werden. Und das Gleichgewicht wird verloren. Hier kommen wir jetzt schon eher zum Überkopfsport an. Wir werden die Rotation mit einbeziehen, wieder Stabilität im ganzen Körper. Und das Überkopfarbeiten spielt ja schon eine wichtige Rolle. So, zum kräftigen Stabilisation- und Koordinationstraining haben wir nochmal gute Möglichkeiten. Gerade mit dieser Slashpipe muss der Körper dauerhaft arbeiten. Nicht nur die große Muskulatur, sondern auch die tiefe Muskulatur, die permanent versucht, dieses Wasserrohr aufrechtzuhalten. Auch hier trainieren wir nicht nur die Schulter, sondern die ganze kinematische Kette, dass wir nicht hinter Defizite in anderen Bereichen bekommen. Hier nochmal ähnlich. Aufrichtung der Brustwirbelsäule ist hier wichtig zu beachten, die Rotation und Stabilisation. Hier sprechen wir wieder von einem betroffenen Arm, der permanent versucht, in der Abduktion zu bleiben. Und auch ganz wichtig, die Ellenbogenstreckung. So, kommen wir schon zum funktionellen Training mit einer Handballspielerin. Auch die betroffene Seite wird trainiert. Wir versuchen, die Außenrotation aufzutrainieren, Aufrichtung der Brustwirbelsäule. Eine gute Möglichkeit. Eine andere Übung ist noch wichtig, erstmal den Wurf zu erüben, wieder aus der Schulter zu schlagen. Und die Rumpfstabilität und Rumpfkräftigung steht hier natürlich auch im Fokus. Nochmal so ähnliche Übung, nur über Kopf. Hier ist auch wichtig die Aufrichtung der Brustwirbelsäule und dass die ganze Rumpfstabilität gegeben ist. So, weitere Übungen zum funktionellen Training. Wir haben hier die dynamische Stabilisation. Da ist natürlich ganz wichtig, dass die Kraft, die Stabilisation und die Koordination gegeben ist. In dem linken Video werden die Armbeuger mit beansprucht, die Rückenmuskulatur, Schultermuskulatur und Bauch. Das heißt, wir müssen eigentlich alles trainieren. Auf dem rechten Video nochmal die Gegenübung. Man sieht gut, wie die Schultermuskulatur arbeiten muss und der ganze Körper auf Spannung steht. Jetzt haben wir nochmal eine andere Art des funktionellen Trainings. Das heißt, das Boxen bringt einen auch schon eher wieder an diese Schlag- und Überkopfsportart dran. Es muss die Koordination gegeben sein, die Kraft und natürlich die Muskelanspannung. So, die sportspezifische Technik, nochmal aufs Tennis zurückzukommen. Hier ist es ganz wichtig, jeder Schlag ist eigentlich explosiv. Es muss die Mobilität gegeben sein. Die ganze Flexorenkette muss einwandfrei laufen, funktionieren. Und das maximale Bewegungsausmaß muss gegeben sein. So, hier sehen Sie einmal einen Kickaufschlag, der eigentlich der schwierigste Aufschlag ist und den auch nicht alle Tennisspieler beherrschen. Wir sehen einmal, wie der Tennisspieler total in die Kniebeuge geht, der Schlag explosiv durchgeführt wird und eine maximale Extension der Brustwirbelsäule vorhanden ist. So, im Gegenzug dazu gibt es einen Slice-Aufschlag. Das heißt, haben wir ein Schulterproblem, geht man einfach auf diesen Slice-Aufschlag zurück. Der ist deutlich weniger explosiv und auch von der Bewegung auch nicht so im so einem hohen Bewegungsausmaß. Also muss der Tennisspieler nicht eine so hohe Kraft aufbringen. Hier im Vergleich haben wir einmal ein Körperlot eingezeichnet, links gut zu sehen. Der rechte Arm ist links neben dem Körperlot und auf dem rechten Bild ist er rechts. Der Tennisspieler hebt auch gar nicht so weit ab. Die Brustwirbelsextension ist nicht so gegeben wie bei dem Kickaufschlag. Also, und am Ende ist es einfach wichtig, dass der Arzt nochmal die Kontrolle durchführt und schlussendlich das Okay wieder für den Start in den Sport gibt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.